Ich bin entwicklungsmäßig auf der Stufe der Jäger und Sammler. Das heißt, ich sammle Texte und die finde. Ich habe immer gern gelesen. Ich weiß, als Volksschüler habe ich einmal das dicke Buch Don Camillo geschenkt, zwei Nächte. Das habe ich, glaube ich, ein, zwei Tage gelesen. Also ich habe immer gern gelesen. Und von dort her habe ich auch gern geschrieben. Für mich ist Aufsatzschreiben kein großes Problem gewesen. Deutschschularbeit, das ist immer gut gegangen. Und darum tue ich gerne heute noch schreiben. Und die Ideen, die kommen von überall her, vor allem, was ich so erlebe, Begegnungen, Alltagsgeschichten. Und was ist in der heutigen Zeit besonders als Seelsorger oder was hat sich da Ah ja. verändert? Da hat sich erst natürlich schon viel geändert, weil die katholische Kirche bei uns so das Monopol hatte, oder da ist alles katholisch gewesen, selbstverständlich. Und wo ich als Kaplan die erste Stelle geprägt bin, Bregenz St. Gallus, ich hatte es gerne kennt, jetzt hier fragen müssen, wo ist die Kirche, wo ich da reinkomme, hat der Chef damals, Dekan Roman Ammann, mir gesagt, ja, du kriegst die in die Schulklasse, du kriegst Erstkommunikanten und bis Weihnachten gehst du alle, ich glaube 50, 60 Erstkommunikanten daheim besuchen. Das ist für mich eine ganz wichtige Erfahrung, zu den Leuten zu gehen. Und darum predige ich auch, wenn ich mit Kollegen zusammen bin, dass man zu den Leuten geht, Hausbesuche macht. Jeder in der Kirche, der die Kirche schafft, müsste mindestens einen Hausbesuch pro Tag machen. Früher hat es noch die Fernsehsendung hier, Heiteres Beruferraten, mit Robert Lemke. Und dann haben müssen die Kandidaten eine typische Handbewegung für ihren Beruf machen. Wenn ich jetzt den lieben Gott bittet, dann machen wir mal eine typische Handbewegung, dann stellen wir ein kleines I vor, dann würde er sagen, Ahi und Ussi. Ahi zu den Leuten und Ussi zu den Leuten. Das ist die Grundbewegung Gottes. Und das habe ich jetzt prägend gelernt. Und das geht man heute auch ab, dass viele Priester nicht zu den Leuten gehen. Die müssen Hausbesuche machen. Zu den Leuten gehen, weil du siehst dann ihr Umfeld, du kriegst einen anderen Bezug und für die Leute ist es eine Wertschätzung. Zu den Leuten gehen. Also das ist für mich ganz prägend worden. Darum bin ich auch gern bei den Leuten. Was jetzt natürlich ein bisschen schwierig ist. Ja. Durch Corona oder? Ja, gut, ich kann dann trotz Corona, ich kann nicht gehen. Erstens bin ich immun, zweitens kann ich Masken aufsetzen und auch ein bisschen Abstand halten und ich bringe auch Krankenkommunion, weil das ist für die Leute wichtig, gerade in der Corona-Zeit, dass man ohne ein bisschen näher kommt und nicht fortbleibt. Mit aller Vorsicht kann man das schon machen.